Ich möchte ein bisschen über die Bevormundung nachdenken. Und über das Thema, das ich ja schon angeschnitten habe: Ermächtigung oder Empowerment oder Partizipation. Ich nehme an, dass so die klassische Begründung oder Rationalisierung dafür, wieso dass wir einfach quasi mitmachen, dass wir einfach Experten zuhören, die das studiert haben, die sich so Pläne überlegt haben. Und dass die dann uns sagen, was wir jetzt tun haben, und dass sie alle gleich behandeln und dass alle einfach das Gleiche machen müssen. Dass man das irgendwie begründet mit, ja, das sind halt Fachleute und die werden das wohl wissen. Und aus irgendeinem Grund sind das ja eben die, die sich mit Infektionskrankheiten auseinandersetzen, mit Epidemien auseinandersetzen. Und wie man so eine, es ist ja auf einer Meta-Ebene, es ist auf der Populationsebene die Überlegungen. Und dann muss man halt Statistik und dann muss man halt der Einzelne nicht mehr so ernst nehmen, sondern dann muss man das Kollektiv ernst nehmen, dann muss man nur noch schauen, dass es gesamthaft aufgeht. Oder? Und entsprechend ist es auch okay, wenn man die Leute nicht mehr als Individuen betrachtet, nicht mehr als Menschen betrachtet, sondern einfach als Ameisen, mal ganz böse ausgedrückt. Also als kleine Nuklei in einem grossen System. Und eigentlich das Einzige, was wichtig ist, ist das ganze System. Oder? Ich nehme an, das ist so die Überlegung, oder? So kommt es mir vor, so aus wissenschaftlicher Betrachtung, dass man würde sagen, ja, das ist halt einfach so, das müssen wir halt einfach so machen. Ich setze mich halt viel mit seelischen, psychischen Sachen auseinander und ich bin sehr feinfühlig und ich habe mich viel mit Gesundheit auseinandergesetzt und so. Und da gibt es für mich einen gewissen Clash, oder? Wo mir mindestens Fragen wirft und wo ich auch wieder negative Konsequenzen erahne. Von der ganz grundsätzlichen Einstellung, wo Epidemiologen verfolgen, oder? Also wie quasi die Prämisse, von der die ausgehen, oder? Das hat wie vom System her automatisch schon Konsequenzen. Und etwas, was mich beschäftigt hat, sofort, wo das angefangen hat, wo ich gesehen habe, okay, wir werden jetzt einfach alle irgendwie behandelt, oder? Wir müssen jetzt einfach alle akzeptieren, dass halt einfach das Zeug eingeschränkt wird und uns gesagt wird, was wir machen, was wir nicht dürfen machen und so weiter. Es gibt ja das eine, wo Leute einfach Mühe haben damit, ist einfach irgendwelche Regeln zu haben und einfach irgendwie müssen Regeln befolgen. Ich persönlich glaube nicht, dass ich mit dem grundsätzlich immer automatisch Mühe habe. Es muss einfach begründet sein. Aber auf das Thema will ich gar nicht unbedingt so gross eingehen, sondern mehr auf die Konsequenzen von der Strategie, die wir jetzt fahren. Dass sie einfach sagen, ja, alle sind gleich und wir haben uns jetzt entschlossen, was für eine Strategie das ist, wo alle dazugehören sozusagen, wo alle jetzt mitmachen müssen. Und die Strategie ist ja, Virus unterdrücken und auf einen Impfstoff warten und hoffen und den Impfstoff dann hoffentlich auch nehmen. Oder? Ob es jetzt gezwungen ist oder so indirekt gezwungen oder gar nicht gezwungen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das ist ja irgendwie der Plan, oder? Das ist die Strategie. Aber so eine Strategie hat ja enorme Auswirkungen auf das Individuum, oder? Und das Individuum ist nicht Teil von der Strategie, das ist nicht Teil von der Überlegung vom Epidemiologen, oder? Die überlegen sich nicht, nehme ich jetzt mal schwer an, könnte man auch eine Lösung finden, wo einzelne Leute selbstverantwortlich könnte agieren? Nein, das ist einfach nicht, das passt nicht ins in die Prämisse. Es passt, also so wie ich die Disziplin verstand, passt so Überlegungen gar nicht rein. Das ist nicht Teil von Epidemiologie, oder? Aber das heißt nicht, dass es nicht real ist. Das heißt nicht, dass es nicht immer noch Menschen sind und dass nicht immer noch Menschen ganz verschiedene Ebenen haben und auf ganz verschiedene Arten funktionieren und sehr komplexe Sachen sind oder Wesen sind. Und etwas, was halt passiert, denke ich, wenn man halt eben den Ansatz einfach akzeptiert, dass es halt um Statistik und um Massen geht, ums Kollektiv und nicht um Einzelne, und man dann die Strategie wählt, dass man einfach den Virus unterdrückt und auf den Impfstoff wartet, das hat wahrscheinlich ganz viele Konsequenzen. Und die meisten sind wahrscheinlich nicht einmal bewusst. Aber etwas, was man bewusst ist, ist das, dass es den Bezug zum eigenen Körper sehr stark ändert, oder?
Es ist wie irgendwelche Leute auf einer hohen Ebene sagen mir persönlich und allen uns persönlich, wir sind Experten, wir glauben nicht, dass dein Körper fähig ist, mit dem umzugehen. Oder? Ob sie das jetzt denken oder nicht, ist gar nicht so wichtig, aber ich bin überzeugt, dass das ist eins von der Konsequenzen, eins von der psychischen und körperlichen Konsequenzen. Dass uns eingerichtet wird, es ist nicht okay, zu denken, dass man den Virus könnte aushalten könnte. Ich hatte Diskussionen auf Facebook, wenig, aber ich hatte sie. Nachdem ich mich entschlossen habe, ich nehme das Risiko auf mich, so wie ich es verstand, gibt es ein Risiko, aber ich würde es auf mich nehmen. Aber ich habe ja dann nicht die Möglichkeit, selbstverantwortlich das zu entscheiden. Ich habe nicht die Möglichkeit, um quasi mich mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen, Erfahrung haben mit meinem Körper, verschiedene Krankheiten durchgemacht zu haben, verschiedene Genesungsprozesse durchgemacht zu haben, zu wissen, was das heisst, wie das ist, wie lange das gehen kann. Und ja, einfach ein Gefühl zu haben für den eigenen Körper und sich vielleicht mit dem befassen und dann aus dem heraus für sich einen Entscheid fällen, hey, ich bin bereit, um zur Herdenimmunität beizutragen zum Beispiel, das wäre zum Beispiel meine Einstellung gewesen, komm, bringen wir es hinter uns, dann bin ich ein Teil von der Lösung, oder? Diese Option gibt es nicht, das ist ja wie verboten, das ist ein Gedankengang, der dann verboten ist, weil wir haben die Verantwortung delegiert an sogenannte Experten, die keineswegs überlegen und in Betracht ziehen, was ein Einzelner könnte über sich wissen und was ein Einzelner könnte dazu beitragen, um seine Gesundheit, sein Immunsystem stärker zu. Das gehört nicht dazu. Oder? Das ist nicht Epidemiologie, wie sie heute praktiziert wird. Und für mich ist es einfach klar, okay, das ist ein Downgrading, eine Entmachtung, eine Entwertung vom Körper. Man könnte fast sagen, das ist automatisch inhärent eine Entwertung vom Körper. Und quasi von der ganzen Intelligenz, die im Körper steckt. Oder? Wir gehen um, ich jetzt 37 Jahre, wir interagieren mit der ganzen Welt, mit Tieren, mit der Luft, mit dem Boden, mit den Pflanzen, mit anderen Menschen, mit Kindern, mit älteren Leuten, alles Mögliche. Und ständig kommen wir in Kontakt mit all den verschiedenen Erregern und teilweise auch nur DNA-Fetzen, die Viren ja sind, oder RNA-Fetzen. Und das gibt dann ständig ein Upgrade von unserem Körper. Unser Körper ist ständig im Flux, der ändert sich ständig. Oder? Da ist überhaupt nicht stabil dran. Wir haben irgendwie Billionen von Bakterien im Darm, die interagieren immer, die dann ein bisschen Genzeug austauschen und so. Immunsystem wird immer wieder triggert, immer wieder lernt dazu und so. Und das Ganze, das gehört nicht zur Epidemiologie. Oder? Also so, wenn ich es verstand, ist das etwas, wo vielleicht kurz für eine Überlegung da ist, so im Durchschnitt. Wie geht der Mensch im Durchschnitt mit so einem Virus A, B, C, was auch immer um, mit einem gewissen Virus? Und aufgrund von der Statistik wird dann so ein Meta-Entscheid gefällt und dann gilt das für alle. Und ab dann hat es überhaupt keinen Einfluss mehr auf irgendwelche Entscheidungen, ja, ob jetzt der Mensch oder der andere Mensch oder wie auch immer gelebt hat oder was er weiß über den eigenen Körper oder was er weiß über die Medizin. Das ist ja alles dann egal, oder? Das ist eine totale Entmündigung, aber es hat, was ich heraus will, ist, dass es einen Effekt hat auf Beziehung zum Körper, zu unserem Körper. Also es ist eigentlich wie, wenn wir das zulassen, wenn wir das reinlassen, und es ist sicher schwierig, das gar nicht reinzulassen, dann ist der Fakt, meine ich, trau deinem Körper nicht. Das ist eine Gefahr, die die Experten sagen, die ist zu gross für dich. Versteck dich. Schütz dich und versteck dich. Renn weg. Schau, dass du nicht in Kontakt kommst mit dem Virus. Und ganz wichtig natürlich, aber das ist wieder eine andere Ebene, ja, es ist auch wieder die gleiche Ebene eigentlich. Hoff auf Technik, hoff aufs Geld, hoff darauf, dass die Forscher etwas herausfinden, möglichst schnell, und dass sie genug Stutz haben, dass es schnell geht. Und dass dann die technische Lösung wieder auf die Körper einwirken kann und die Körper wieder mächtig machen kann. Das ist eine totale Entmachtung vom Körper, Entwertung von der Körperresilienz und von der Ressourcen. Und ein Outsourcing und Entscheidung und ein Outsourcing an die Kraft, an die Fähigkeit, an die Macht, an die Stärke, nämlich an technische Institutionen, sodass die dann ein technisches Produkt können machen können, wo du dann wieder in die Körper kannst injizieren und dann endlich zum Glück ist die Körper geschützt und gerettet. Oder? Die Geschichte, die hat doch eine seelische Komponente und eine körperliche Komponente. Und das ist einfach auch eins von diesen ganz, ganz vielen Konsequenzen, wo
Ich meine, mindestens müssen wir doch darüber reden, weil darüber reden hilft dann immerhin ein bisschen verarbeiten, oder? Das ist ein bisschen wie bei der Psychotherapie, meinte ich, oder? Zumal ganz simpel betrachtet. Ich denke, darüber reden ist besser, wie nicht darüber reden. Natürlich wäre es auch gut, wenn das alles Teil von einer Strategiebesprechung wäre und alles und wenn die Leute miteinander reden. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, inwiefern das gemacht wird. Aber es ist natürlich auch eine normative Frage, es ist eine Wertefrage, oder? Für mich sind die Sachen wichtig. Ich interessiere mich für wie nennst du das? Empowerment, oder? Für mich ist das einfach ein hoher Wert, dass ein Mensch sein Potenzial kann ausschöpfen und dass so seine eigene Stärke kann finden, seine eigene Ressource kann finden und so weiter. Das heisst, ein Prozess, der dem entgegenwirkt, finde ich schon mal sehr suspekt und finde ich problematisch. Ganz viele Epidemiologen denken wahrscheinlich keinen Tag, keine Stunde, keine Sekunde über das noch und es ist auch egal und wahrscheinlich ganz viele Politiker, oder? Das heisst, ich weiß nicht, wer überhaupt die Diskussion einbringen könnte bei so einer Strategiesitzung. Vielleicht irgendein Psychologe, vielleicht irgendein Philosoph, vielleicht ein linke marxistische Politiker, ich weiß es nicht genau, oder ein Anarchist, oder ich weiß es nicht. Aber ob die denn überhaupt eine Diskussion sind, wüsste ich nicht. Aber für mich ist das ein wichtiger Wert und ich meinte, dass so wie wir das handeln, ob das jetzt richtig ist oder falsch, es hat für mich eine negative Konsequenz, eine von vielen, und das ist ein Vertrauensverlust und eine Entmachtung vom eigenen Körper und das Gefühl von, also einem Glaubenssatz, wo ich meine, wird jetzt sehr populär in den Psychen von ganz vielen Menschen, sehr verbreitet, der Glaubenssatz, der heisst, unsere Körper sind nicht fähig, mit der Welt klarzukommen. Und wir sind abhängig von A, Experten, B, Politiker und C, Geld und Pharmafirmen und Labors und technische Produkte und künstliche Produkte. Und dann, dank dem, können wir wieder leben. Dank dem funktionieren wir noch, dank dem sind wir geschützt, oder? Es geht mir jetzt in diesem Video nicht darum, eben, ist es berechtigt, ist es nicht berechtigt, wie gefährlich ist das Virus, wie gefährlich ist er nicht, sondern einfach, das ist einfach eine von diesen vielen Konsequenzen von so einer Strategie. Und ich finde es umso problematischer, weil ich das Gefühl habe, die Strategie ist nicht wirklich wahnsinnig gescheit entstanden, ist nicht wahnsinnig wissenschaftlich und partizipativ und durch einen offenen Diskurs und durch wirkliche Problemlösungsprozesse entstanden, sondern ich habe keine Ahnung, wie es entstanden ist, aber ich merke immer mehr, dass es wahrscheinlich wirklich einfach nicht ein sonderlich toller Prozess dahinter steckt. Und umso mehr finde ich es problematisch, aber auch wenn es jetzt völlig berechtigt wäre, es wäre sicher ein Thema, und ich finde, da müssen wir entgegenhalten. Das müssen wir bewusst machen, da müssen wir darüber reden, da müssen wir die Leute irgendwie bestärken, da müssen wir irgendwie, weiß auch nicht was, weiß die Lösung nicht gerade. Ich wollte es einfach mal darüber nachdenken und erwähnen. Oder? Ich habe ja das Ganze mit dem Empowerment auch schon erwähnt, dass für mich halt Distanz wahren, Maske tragen, was haben wir noch für Sachen, ja, Hand desinfizieren und so, dass das irgendwie quasi einen partizipativen, ermächtigenden Charakter hat, das finde ich halt nicht. Das fühlt sich für mich gar nicht so an, sondern für mich fühlt es sich so an wie ein Verstecken und wie ein Schof behandelt werden. Etwas, was jetzt sehr empowering wäre, wäre, ich mache etwas für mich, ich schaue, dass es mir gut geht, ich schaue, dass ich mein Immunsystem stärke. Vielleicht weiss ich auch, dass ich das schon seit Jahren mache. Vielleicht weiss ich ja, dass ich irgendwie mit meiner Gesundheit dass ich das ernst nehme und so weiter. Und darum einfach selbstständig gerne würde entscheiden, hey, ich würde gerne das Virus hinter mir bringen, ich bin bereit, um das Risiko auf mich zu nehmen, ich bin bereit, um etwas biologisch dazu beitragen, dass der Virus in der Population quasi, dass wir es hinter uns bringen können, indem das möglichst viele Leute immun werden, oder? Ich persönlich wäre bereit dazu, quasi diesen Dienst zu leisten. Natürlich hat es auch für mich Vorteile, weil es dann irgendwann fertig ist. Entweder ich sterbe oder es ist irgendwie fertig, oder? Und ich weiß, es gibt all die Risiken und vielleicht habe ich dann Langzeitschäden. Das kann sein, oder? Ich glaube, das Risiko ist extrem klein, aber es könnte sein. Aber solche Entscheide sind ja verboten. Solche Entscheide sind in unserem System, in unserer Denkweise von heute verboten. Und nicht nur bei Corona, auch bei ganz vielen anderen Sachen, wo wir einfach eine kollektivistische Art haben, um Sachen anzugehen. Und einfach sagen, Statistik ist korrekt, Wissenschaft basiert auf Statistik, ergo, wenn die etwas sagen, wo alle gleich behandelt, dann ist das fair. Und dann wird es quasi positiv konnotiert. Und ich finde immer wieder, ich weiß jetzt nicht ein anderes Beispiel, aber es ist immer wieder so ein Fall, wo ich finde, ja, also man könnte vielleicht auch mal einen Schritt weiter gehen, man könnte vielleicht auch mal ein bisschen differenzierter sein, man könnte vielleicht auch mal ein bisschen smarter sein, oder so im Sinn von personalisierter Medizin, das ist ja so ein Stichwort, aber Corona gibt es das nicht. Und bei ganz anderen Sachen gibt es das auch nicht. Oder das Konzept von
ein Mensch darf irgendwie auch unterschiedlich sein und der eine Mensch ist nicht gleich wie der andere Mensch. Und das kann nur der eine Mensch wissen, oder? Das muss man abbrechen auf die kleinste Struktur. Nur dort, also es ist ein bisschen wie Föderalismus im Extremsten, oder? Dass man es wirklich abbricht bis zu dieser Ebene, bis zu diesen kleinen Gruppierungen oder sogar Einzelpersonen, die halt fähig sind, überhaupt solche Entscheidungen zu treffen, überhaupt fähig sind, zu wissen, wie geht es mir, wie schätze ich das ein, könnte es sein, dass ich das gut überstand oder nicht gut überstand. Und aus Sicht von einem Epidemiologen ist das halt einfach alles Mumpitz, oder? Weil er sagt dann, oder sie sagt dann einfach, ja, du kannst es ja nicht wissen. Und das ist richtig. Ich kann nicht wissen, ob ich sterbe. Ich kann es nicht hundertprozentig wissen, oder? Aber ja, die merken, irgendetwas stört mich an dem, oder? Ich würde gerne mehr aktiv etwas Positives dazu beitragen. Ich würde natürlich auch gerne dürfen eher etwas entscheiden am Ganzen. Und ich weiß nicht, wo die Lösung ist und an was man alles denken muss, aber ich finde es einfach auch ein Thema, wo mehr diskutiert werden. Es geht eigentlich immer um das, oder dass es einfach irgendwie mich sehr stark stört, wie extrem simplifiziert und extrem enge Diskussion, dass wir überhaupt führen zu dem ganzen Thema. Und ich denke, hey, das ist so ein riesiges Ding, was jetzt gerade läuft. So viele Konsequenzen. Und wir streiten hier irgendwie über irgendwelche PCR-Zahlen. Und ich denke, also hallo, das Leben besteht nicht aus Antikörper und Antigen und ein Virus oder RNA-Sequenz oder was auch immer. Oder? Das ist nicht das Leben. Und wenn wir so Massnahmen treffen und wenn wir so Einschränkungen erleben und wenn wir so Medienberichterstattung gleichschalten, die immer die gleiche Richtung und so erleben, das hat alles so dermaßen viele Konsequenzen. Auf so einer Gro also ja, wenn es alle betrifft, oder wenn es jetzt nur zwei Leute wären, wäre es irgendwie nicht so wichtig. Aber ja, also so viel zu dem, wenn es zuhören. Ich hoffe, ich habe mich zu viel wiederholt und es macht irgendwie Sinn. Bis zum nächsten. Tschüss zusammen.